Hallo, herzlich willkommen zurück zu diesem Mathe macht Freude, Freunde Mastery Video zum Thema Textaufgaben zur Prozentrechnung. Jetzt bist du dran und kannst dein Wissen unter Beweis stellen. Ich gebe dir eine Aufgabe und du versuchst, diese selber zu lösen. Ich präsentiere dir danach natürlich auch die richtige Lösung, damit du deine Ergebnisse vergleichen kannst. Also, legen wir los. In der folgenden Aufgabe geht es um Ratenzahlung. Wenn du nicht so viel Bargeld hast, dass du dir deinen Wunsch gleich erfüllen kannst, gibt es bei vielen Geschäften die Möglichkeit eines Ratenkaufs. Du leistest eine Anzahlung, den Rest kannst du in monatlichen Raten abstottern. Etwas in Raten zu bezahlen ist allerdings immer teurer, als es gleich zu bezahlen. Denn wie bei einem Kredit muss man als Käufer auch hier Zinsen bezahlen. Schauen wir uns das an folgender Aufgabe an. Cem möchte unbedingt eine neue Spielkonsole, die 400 € kostet. So viel Geld hat er aber nicht zur Verfügung, also macht der Verkäufer ihm folgendes Angebot. Er kann 150 € Anzahlung leisten und den Rest in 12 Monatsraten zu je 25 € abbezahlen. Cem fragt sich, wie teuer ist die Ratenzahlung eigentlich und um wie viel Prozent muss man hier mehr bezahlen? Drücke jetzt auf Pause und versuche diese Aufgabe zu lösen. So. Hier kommt die Lösung. Wir wollen wissen, wie viel Cem bezahlen muss, wenn er sich für den Ratenkauf entscheidet und das dann mit dem Preis vergleichen, den er bei einem Sofortkauf bezahlen müsste. Zunächst müssen wir Grundwert, Prozentwert und Prozentsatz aus unserer Aufgabe herauslesen. Die Konsole kostet beim Sofortkauf 400 €. Das ist unser Grundwert. Dementsprechend ist der Ratenpreis, also 150 € Anzahlung plus die Summe der Monatsraten, also 12 mal 25 €, unser Prozentwert. Wir wissen, dass Cem sich dafür interessiert, wie viel Prozent mehr er bei einem Ratenkauf bezahlen muss. Gesucht ist also der Prozentsatz, den Cem mehr bezahlen muss, wenn er den Ratenkauf wählt. Super, wenn du dir das genauso überlegt hast. Schauen wir uns jetzt den weiteren Rechenweg an. Zuerst überlegen wir uns, wie viel Geld der Ratenkauf am Ende kostet. Dazu addieren wir einfach die Anzahlung und die Raten, also 150 plus 12 mal 25. Das sind insgesamt 450. Der Ratenkauf kostet also 450 €. Und jetzt zum eigentlichen Teil mit der Prozentrechnung. Nach den letzten beiden Videos weißt du bestimmt schon, dass es am besten ist, sich immer nur eine Formel zu merken. Ich merke mir immer diese hier. Prozentwert ist gleich Grundwert mal Prozentsatz durch 100. Um uns den gesuchten Prozentsatz zu bestimmen, formen wir um. Wir multiplizieren mit 100 und dividieren durch den Grundwert. Das ist dann die Formel für den Prozentsatz. Prozentsatz ist gleich 100 mal Prozentwert durch Grundwert. Egal welche Formel du dir gemerkt hast, nach dem Umformen sollte sie genauso aussehen wie hier. Wenn dir hier ein kleiner Fehler passiert ist, sieh dir am besten nochmal das Intro-Video an. Da besprechen wir die Umformung ganz genau. Jetzt brauchen wir nur noch einzusetzen. Der Prozentwert ist 450. Er setzt sich, wie oben berechnet, aus der Anzahlung und den monatlichen Raten zusammen. Der Grundwert in dieser Aufgabe ist 400. Unsere Rechnung lautet also wie folgt: 100 mal 450 dividiert durch 400. Hier kann man gut kürzen, um die Rechnung zu vereinfachen. 400 und 100 lassen sich durch 100 kürzen. Dann sieht unsere Rechnung schon viel einfacher aus. 450 dividiert durch 4. Das lässt sich mit schriftlicher Division lösen und wir erhalten als Ergebnis P ist gleich 112,5. Wir sehen, die Ratenzahlung ist tatsächlich etwas teurer als die Sofortzahlung, nämlich um 12,5%. Denn der Ratenpreis entspricht 112,5% vom Sofortpreis. Abschließend formulieren wir die Lösung der Aufgabe nochmal in einem ganzen Satz. Das könnte so aussehen. Die Ratenzahlung kostet 450 € und ist daher um 12,5% teurer als der Sofortkauf. Super, geschafft! Du hast auch das Mastery-Video dieser Reihe zur Prozentrechnung gemeistert und bist jetzt ein richtiger Prozentrechnungsprofi. Ich danke dir für dein Interesse und fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal!